Autofahren, immer wieder Autofahren, mit dem Auto auf der Autobahn. Wir sind wieder in Tübingen unterwegs, heute nicht mit einer nachgefahrenen Prüfung, sondern mit einer Kandidatin, die sich mal anschauen möchte beim Fahren. Und sie strengt sich ganz toll an, hat sie gesagt, und macht überhaupt keinen Fehler. Wir wollen jetzt auch gar keinen Druck verbreiten oder so. Und fahren einfach mal ganz gechillt durch Tübingen. Du weißt ja einfach ganz normal. Also du kannst ja auch reden mit verstellter Stimme, dich sieht man ja nicht. Das kriegt dann auch gar niemand mit. Also keine Angst. Wir fahren einfach dann geradeaus weiter. Das heißt, gerade so wie mit der Radfahrerin, das heißt jetzt, sobald wir um die Kurve kommen, hast du die ja wieder vor dir. Das heißt also, du musst dann wieder aufpassen. Da kommt ja dann dieser Schutzstreifen für Radfahrer. Das heißt, wahrscheinlich wirst du sie gar nicht überholen können und so weiter und so fort. Das heißt also, gerade wenn du hier an der Ampel stehst, und dann musst du über solche Sachen gleich mal Gedanken machen. Was ist jetzt, wenn ich da um die Kurve fahre? Was muss ich mit der machen? Sonst hat er nichts anderes zu tun hier. So, wir fahren einfach geradeaus weiter. Und hier haben sie auch schon wieder Schilder aufgestellt. Hier gibt es auch wieder bald eine schöne Umleitung. So, und denk dran, dass du hier immer auf die rechte Seite fährst. Also du bleibst immer hier, sobald dieser Schutzstreifen für die Radfahrer vorbei ist. Immer kurz gucken, dass ein Radfahrer kommt. Und wir fahren jetzt dann links weiter. Und was ist da schon wieder für ein Stau? Also Tübingen ist schon krass irgendwie, gell? Jetzt mit dem Verkehr, ich weiß auch nicht, was da immer. Ach so, da verengt sich wieder auf einen Fahrstreifen. Ja, das sind doch jetzt schon durch. Ja, jetzt ist schon wieder alles anders. Okay. Jetzt ist ein neuer Belag drauf, jetzt sind sie irgendwie fertig. Und jetzt haben sie aber, wie gesagt, jetzt machen die sie... Die Markierung fehlt. Ja, die ist, glaube ich, jetzt auch teilweise dran und so. Wichtig ist halt hier immer, du musst aufpassen, wenn du losfährst, dass du also auf keinen Fall
irgendwie auf der Straße zum Stehen kommen würde. Wenn sich da drüben, wenn die sich irgendwie blöd reinstellen. Und dann musst du gucken, wenn der vorfährt, ob du dann über die Straße drüber kommst. Weil wir dürfen also auf keinen Fall die Straße blockieren. Das ist ja echt ein bisschen doof. Das sieht gut aus. Also schön los. Und dann schön hinter dem bleiben. Genau, und gleich vorfahren. Fahr gleich vor, nicht warten. Du musst schnell immer gleich dich anschließen, weil, wie gesagt, wenn die grün kriegen, dann versuchen die sofort wieder dich da wegzublocken. Jetzt musst du aufpassen, hier regiert jetzt das Reißverschlussverfahren. Das heißt, den weißen sollst du reinlassen und den einen lässt rein. Das kannst du fahren. Den weißen lassen wir rein. Komm, einfach hinterher fahren. Nicht immer zögern und schalten auch. Das wird jetzt auch ganz anders. Jetzt guck mal hier, wo das hier gemacht wird. Das ist ja auch ganz interessant. Und nicht, also ja, nicht die ganze Zeit so mit tretender Kupplung. Also versuche auch ruhig die Kupplung rauszulassen, dass es dann auch passt, dass das Auto schön locker rollt. Und wir fahren dann die nächste rechts weiter. Denk dran, dass du auch schön ins Spiegel schaust und dann mit dem Blinker sitzt. Und nicht einschlafen, das ist das Wichtige. Genau, schön, schön. Guck mal, wenn es grün, komm, fahren. Immer, du musst weiter nach vorne gucken und immer fahren, wenn es grün ist. Und natürlich jetzt ein bisschen langsamer, sonst wird die Kurve abenteuerlich. Und richtig lenken. Na, hier, komm mal, lass den linken Fuß ganz weg von der Kupplung. Den brauchst du jetzt überhaupt nicht. Stell mal da links rüber, das ist viel bequemer. Und jetzt guckst du, was da vorne los ist. So, gleich im ersten Gang, vergiss das nicht. Und gleich weiter. Gleich fahren, sofort fahren. Nicht zögern. Immer wenn du zögerst, ist das für die andere ein Zeichen. Oh, schön, die lässt mich fahren. So, genau, und jetzt ist ja alles perfekt. Jetzt kannst du hier einfach ganz gemütlich fahren. Wir haben Vorfahrt. So, und dann wollen wir da vorne einfach links weiterfahren. So, genau, schön ins Spiegel schauen, so ist richtig und schön einordnen. Und jetzt ist hier auch schon wichtig, dass du jetzt, sobald du stehst, du dir deinen Plan machst, wie du dich jetzt verhalten wirst. Was du mit den Autos machen musst, die da von vorne kommen, wie deine Ampel ist. So, und hier an der Kreuzung, genau, kannst du immer merken, sobald die Fußgänger grün hatten, sind wir als nächstes dran. Und guck mal, der Tü XX, der will ja auch links abbiegen. Das heißt, ihr fahrt dann aufeinander zu. Das heißt, du musst dann auch so rechtzeitig anhalten, dass du um den noch irgendwie. Der geht doch rechts. Kommst. Ja, aber er ist auch Linksabbieger von sich aus gesehen. So, komm, auf geht's. Du losfahren, wenn's grün ist. Und ab, komm. Alles frei. Und nicht das Auto rammen, das wäre schön. Und nicht einschlafen beim Fahren. Jawohl. So, wir gehen die nächste rechts weiter. Immer dran denken. Kurz den Innenspiegel, dann den Blinker setzen. Dann guckst du die Kurve an, entscheidest, welchen Gang du brauchst. Genau. Kupplung raus, das ist der. Ja, genau. Und immer fertig sein vor der Kurve. So, nächste rechts. Und jetzt langsam warten, dass du jetzt anfangen kannst zu gucken. Sofort gewähren. Und. Genau, das ist der erste Gang. Erste Gang. Immer wenn du stehst, dieser schöne Spruch, halten heißt schalten. Und jetzt haben wir wieder gesehen, hätte er früher geblinkt, dann hätten wir fahren können. Aber der hat halt hier beim Abbiegen praktisch halt den Blinker reingemacht. Der gerade noch schlechtes Gewissen kriegt. So, versuch schön locker zu sein, ja, und schön weit nach vorne zu gucken und einfach entspannt zu fahren.
so, du hast doch bestimmt Lust auf Abenteuer heute. Total. Wenn du schon gefilmt hast, dass du dann auch. Wir fahren jetzt die nächste links weiter. So, guck mal, und jetzt genau, jetzt langsam werden, jetzt in den ersten Gang gehen. Dann musst du hier aufpassen. Vorfahrt gewähren und vorne. Also gucken, dass überhaupt niemand kommt und dann kannst du schön großer Bogen abgeben. Genau. So, und gleich an den Autos vorbei, wenn niemand kommt. Gar nicht hinter die Autos hinfahren, sondern gleich durchfahren und schön auf 30, wenn es geht. Nicht ganz so weit weg von den Autos. Und schön die Ideallinie fahren. Nicht so komische Kurven fahren, sondern einfach immer die Ideallinie. So, dann richtig schön Kurve nach rechts ausfahren. Und jetzt fahren wir dann in der Kurve da vorne die nächste links. In diesen, wie so einen Kreis rein. Und natürlich gucken, dass von oben niemand kommt. Und schön rein. So, und dann gehen wir hier hoch. So, genau, hier raus. Und dann gehen wir hier den Berg hoch. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten hier. Entweder es kommt kein Auto, das ist die angenehmere Möglichkeit, und, oder es kommt ein Auto, dann haben wir dann ein kleines Problem. Genau. Deswegen würde ich immer gucken, dass du so in Anführungszeichen so schnell wie möglich durchfährst. Und hier siehst du mal in diesem grünen VW, spiegelt sich, würde sich, ja, das ist der. Also, und jetzt geh gleich in den ersten Gang, guck mal langsam, 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 so. Und jetzt, genau, hast Glück gehabt, dass er weggeht. Wenn der stehen geblieben wäre, dann hättest du auf den Bordstein drauf müssen. Also du hättest gar nicht versuchen sollen, an dem vorbeizufahren. Das hätte gar nicht gereicht. Sondern okay. Jetzt kannst du auch ganz normal weiter. Haben wir ja wieder Glück gehabt. Obwohl eigentlich auch nicht, weil das eigentlich ganz gut ist, wenn man solche Situationen in der Fahrstunde hat. Weil dann kann man dir das noch erklären, wie man das macht. So, gehen wir schön hoch. Und weißt du, was jetzt ganz gemeine Fahrlehrer machen? Die sagen, halt mal schnell an, halt mal an. Genau, und jetzt fahren wir einfach wieder los. Weil ich glaube, das ist das klappt so nicht, 100%. Ich würde jetzt alles, ja, alles wetten, was ich habe, dass du so nicht wegkommst. Warum nicht? Weil der zweite Gang drin war. Jetzt ja, aber jetzt schon. Ja, aber als ich das gesagt habe, war er noch nicht drin. Ja, wunderbar. Es ist ganz Deutschland schaut dir zu, wie du hier ganz toll anfährst. So, wir fahren die nächste rechts weiter. Und da kannst du jetzt natürlich logischerweise nicht schalten. Das würde also nur zu sofortigen Abmurksen führen. So, und jetzt geht es wieder runter. Also siehst du, diese Strecke, die wir jetzt gerade hochgefahren sind, ja, die kann ganz locker sein, wenn niemand entgegenkommt. Aber die kann fürchterlich sein, wenn jemand entgegenkommt. Und das Witzige ist, mir ist, glaube ich, seit ich hier hochfahre, noch nie jemand entgegenkommen. Ehrlich? Ja, und wir sind da auch in der Prüfung schon hochgefahren. Und auch da war es genau das Gleiche. Das war einfach, hoch und... Aber eines Tages wird es passieren. Ja, bestimmt. Vielleicht an 300 Prüfung. Vielleicht. Ja, steckt da nie drin. So, nicht ganz so dicht am Bordstein entlangfahren, sondern da kann man ein bisschen wegbleiben. Dann gehen wir da unten wieder in den Kreis sozusagen rein, pseudomäßig, nachdem du dich rechts oder links hier richtig geachtet hast. Und wir gehen dann auf der anderen Seite wieder runter. Also hier jetzt einfach schon schauen. So ein ganz normaler Kreis und dann gehen wir hier da unten jetzt raus. Guck gleich hoch, komm. Genau, du musst, je früher du guckst, desto besser kannst du fahren. Und auch sofort wieder gucken, ob du vorbeifahren kannst. Wunderbar, komm. Einfach raus. Und dann immer beim Rausziehen kurz in den Spiegel schauen. So, und jetzt einfach ganz gechillt runter. So, und dann da unten wieder links abbiegen. Also die Prüfer lassen an so Kreuzungen immer gern links abbiegen, weil das natürlich schwierig ist hier. Und die fahren mit ihren Fahrrädern hier. So, und du musst jetzt gucken, dass du über die Ampel fährst. Komm, fahr über die Ampel und guck aber vorher auf die Ampel, dass die nur grün ist. Ganz vor, du musst rüber, komm. Nicht anhalten, du musst rüberfahren. Da muss ich dich jetzt einfach rübertreiben. Und los, komm, auf geht's, los. Nicht erschrecken am Bildschirm, das sind die meine Fahrschüler sind es gewöhnt. Komm und schalten. Das ist ganz wichtig. Da, wo du jetzt standen geblieben bist,
stehst du einfach so blöd in der Kreuzung drin, dass wenn jetzt rot werden wird, dann wärst du völlig verloren. Du stehst dann so halb irgendwo drin, blockierst einen Fußgängerüberweg und siehst nicht mehr auf die Ampel. Deswegen, du musst entweder vor der Ampel anhalten oder du musst so weit reinfahren, dass du dann weiterfahren kannst, dass man die Ampel nicht mehr sieht. Und du hast ja auch genug Platz gehabt und du darfst dann nicht zögern. Das ist das, wo ich dann immer so anfange, so lässig auszuflippen und immer fahr, weil du da einfach drüber musst. Okay. So, jetzt schön gemütlich aufpassen wegen Blitzer hier. Und wir möchten dann vorne an der Ampel rechts weiterfahren. So, komm, gleich wieder in den Spiegel, gleich wieder blinken. Sofort bremsen, sofort runterschalten, fertig sein, bevor du abbiegst. Genau, schön in den Spiegel schauen. Nicht das Lenkrad rutschen lassen. Sobald es wieder breit wird, sobald alles klar ist, kannst du im dritten dann 30 fahren. So, ein Bus ist aber nicht so klar, gell? Da würde ich jetzt ein bisschen langsam tun, weil hier wird es auch eng, dass du dem nicht genau in der Engstelle begegnest und weiter ins Freie. Also hättest du jetzt natürlich gar nicht anhalten müssen, sondern das hätte man wieder ein bisschen geschickter machen können. Komm, okay. Und schalten. So, gehen wir die nächste rechts weiter. Immer in den Innenspiegel, bevor du den Blinker machst. Kreuzung abchecken, du hast mit gar keine Berührungspunkte, weil du kommst ja von rechts. Ich geht gar nichts was an, du kannst einfach rum. Lenkrad nicht rutschen lassen, gell, dran denken. Und ab geht's, komm, schön Gas, 30. Schön Gas, dritter Gang 30, wollte ich sagen. Genau, das ist völlig unnötig, dass du hier so langsam wirst. Du würdest einfach ganz normal durchfahren können. Und dritte Gang, komm, zack, dritte Gang. Du musst Autofahren ist ständig den gucken, den richtigen Gang weit nach vorne gucken. Und ohne drüber nachdenken, das muss bei dir, das muss einfach automatisch laufen. Jetzt läuft es aber automatisch zu schnell. Gell? Ja, jetzt bin ich zu schnell. Nicht so wie der vorbeifahren, so komisch eiern, sondern wir fahren elegant um so Dinge rum, nicht so komische Kurven. So, und du bist an der Grenze, merkst du, das Auto fühlt sich nicht mehr ganz so richtig wohl. So, ganz elegant raus. Man kann das sogar, man muss da jetzt nicht unbedingt blinken wieder und so. Ich wollte es jetzt gleich wieder aufschreiben, ganz im Internet gibt. Oh, der Fahrlehrer sagt, man muss nicht unbedingt blinken. Ich muss dauernd blinken und dauernd und weiß nicht was. Ja, das ist, glaube ich, von Fahrlehrer zu Fahrlehrer unterschiedlich. Nee, es gibt, ich finde, man sollte einfach normal fahren und kein. Man, ja, wenn man mehr als einen Meter rausfährt und alles, ist das schon okay. Aber wir fahren ja eigentlich elegant, wir versuchen uns so ein bisschen rauszuschmuggeln. Nicht praktisch bis zu dem Ding hinfahren. Und dann denken wir, das ist ja, halt hoffentlich jetzt gefährlich. Sieht er den jetzt auch. Ja, das ist gefährlich. Und die Radfahrer trinken auch nicht viel dabei. So, und schön hinterher. Guck mal, wir fahren ein kleines Stückchen rüber. Nicht so krass wie der. Und dann gibt es viel wichtigere Sachen wie Blinken. Du musst da nach dem Fahrradfahrer gucken. Du musst die ganze Sache im Griff haben. Und vor allem der Witz ist, wenn man ehrlich ist, macht es nachher auch niemand mehr. Und ich bin hier schon 8 Millionen Mal gefahren in der Prüfung und alle Fahrschüler sind so gefahren wie du und hat noch nie ein Prüfer irgendwas gesagt. Sicherheitsprüfung, da wirst du ja verrückt mit der Blinkerei. Ja, genau, nur zurück. Ah, nee, okay. Gut, also wir gehen da vorne rechts weiter, die nächste rechts. Zack in den ersten und zack weiter. Das ist zack, zack.
zack, zack, zack und gar nicht so weit nach links lenken. Ja? Also und auf geht's, grün, komm, auf geht's, fahren. Und jetzt ist schon wieder rot. Und jetzt muss ich aber natürlich blinken, logischerweise beim Abbiegen. Also nochmal zur Erklärung jetzt für dich und für alle. Man soll es mit dem Blinken nicht übertreiben. Natürlich gibt es Sachen, da muss man unbedingt blinken, das ist ganz klar. Und ich muss aber blinken, wenn ich irgendwo stehe und ich fahre dann mehr als einen Meter. Oder man kann das so als Anhalt nehmen. Wenn ich mehr als einen Meter nach links fahre, sollte ich schon blinken. Aber in so engen Straßen gibt es viel wichtigere Sachen, wie jedes Mal blinken und weiß ich was alles machen. Da muss ich ganz andere Sachen im Griff haben. Und es ist ja nicht realistisch, weil, wie gesagt, später macht es sowieso niemand bei jedem kleinen Pups einen Blinker rein. Nur bei den großen. So, wir möchten über die blaue Brücke fahren. Blaue Brücke fahren heißt, kennst du ja da vorne links. Und jetzt kannst du, wenn der Prüfer das zu dir sagt, ist es der Hinweis, dass du jetzt gleich den großen Bogen auf den linken Fahrstreifen machst. Und du lässt dann auch den Blinker rechts ganz normal drin. Da genau das gleiche. Du machst dann nicht irgendwie wieder in der Mitte Blinker links und weiß ich was für Aktionen, sondern du fährst jetzt einfach ganz normal rüber und konzentrierst dich, dass du schön darüber kommst. So, auf geht's, komm schön Gas und nicht gucken, wenn du grün hast, schon rum und schalten, komm. Das ist zu lahmarschig, hätte ich fast gesagt, darf man aber nicht. So, wir gehen da vorne dann, weil ich ja links weiter, das heißt jetzt schon einfach langsam ranrollen, weil Schrot, das hilft sowieso nichts, mach Blinker links. So, und jetzt taste dich mal langsam rüber, vielleicht geht er noch ein Stückchen vor, jetzt geht er erst im Gang. Ja. Warte, bis der weg ist. Und los geht's. Auf geht's, komm. Ja, das ist zu langsam. Komm, auf geht's, Gas, schalten. Schön in deinem Fahrstreifen bleiben, nicht nach rechts gehen. Genau, bleiben wir dann erschen. So, hier ist es ganz wichtig, auch wieder als Hinweis, jetzt eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber bevor du da links rüber fährst, musst du immer gucken, dass du auch auf die andere Seite rüber kommst. Wenn es ein bisschen mehr Verkehr hat, staut sich es da drüben immer. Jetzt kein Problem, jetzt kannst du einfach fahren. Und schön Gas, komm. Gas und schalten, dranbleiben an dem Auto. So, wir möchten jetzt die nächste rechts und das ist kriminell hier, das heißt Blinker rechts. So, dann langsam erstmal aufpassen, wo es überhaupt rüber geht und du musst jetzt gucken, dass kein Bus kommt, dass kein Radfahrer kommt und genau hier wechseln und richtig nach hinten gucken, richtig rüber. So, und dann geht es jetzt da vorne rechts weiter und jetzt musst du natürlich auf die Fußgänger achten. Geh über die Ampel, nicht immer vor der Ampel langsam tun und anhalten, sondern fahr einfach immer über die Ampel drüber. Erste Gang. Okay. Jetzt hast du wieder Zeit, jetzt guckst. Guck auch richtig nach hinten, dass keine Fußgänger sind. Und fahr, komm auch hier jetzt wieder. Wenn fahr nicht stehen, du musst fahren. Und zweite Gang. Langsam, nicht so viel Gas. Weißt du, wenn ich immer sage, fahr, schnell. Nein, ist das nur bei der Kreuzung. Und du sollst dann nicht praktisch nachher noch schneller werden, sondern da hat sich dann erledigt. Schön rechts bleiben. Und jetzt auch auf. Also du hast hier zwar Vorfahrt, aber so ein bisschen gucken und dann hast du ja sowieso die Einbahnstraße und dann ist es okay. Und jetzt einfach zack, 30. Bisschen mehr links bleiben. Komm nicht, das ist jetzt eine Einbahnstraße. Links ist auf der anderen Seite. Einfach so, das ist dein Fahrstreifen hier. Du musst jetzt nicht rechts irgendwie sein, das ist eine Einbahnstraße. Und so ist immer schön weg von den Autos, das passt so. Und schön 30 fahren. Und hier der Hinweis wieder für alle: in so Straßen, hier wird immer echt gern geblitzt. Da steht doch immer wieder dieses Blitzerauto. So, da vorne haben wir eine Situation. Du siehst ja das Schild. Ja. Also sagt der Prüfer hier natürlich kein Wort, sondern du musst es selber entscheiden. Und guck mal nicht, du musst links bleiben. Das ist sowieso eine Einbahnstraße. Du musst runterschalten, du musst die Kupplung rauslassen, du musst gucken, du musst alles machen, so wie wir es gesagt haben, auf die rechte Seite. Und dann gehen wir sofort rechts weiter. Und genau das gleiche. Der Gang passt. Guck, dass du die richtige Geschwindigkeit hast, guck, dass niemand kommt. Fahr eine schöne enge Kurve
und dann geht's weiter. Genau, und schön mit 30. Und gleich gucken, wo hören die 30 auf. Und dann gucken, was da vorne so rumblinkt. Genau, dann blinkt links und halt vorsichtig dran vorbeifahren, wenn es geht. Wenn nicht, langsam, Blinker wieder rein und gleich weiter. Genau, kommt gleich weiter. Und nicht zu schnell dran vorbei. Langsam ein bisschen, genau, Abstand. Und los geht's, gell? Und das ist meine Lieblingsstrecke. Hier könnte ich jedes Mal abkürzen, wenn ich fahre. Mit dem Parken und dem, mit den Autos dann entgegenkommen. Weil viele Autofahrer einfach viel zu weit immer in der Mitte fahren. Und die getrauen sich nicht richtig rechts zu fahren. Und dann wird es hier immer äußerst kriminell. Und du musst aufpassen. Du darfst nicht zu weit rechts rüber. Und zur Not musst du bremsen. Sonst tut es nämlich den Schlag hier. So, komm, auf geht's, 50. Schön rechts bleiben, gell? Also du musst jetzt dran denken, immer wenn jemand dir entgegenkommt, dann musst du natürlich ganz rechts fahren. Dann müssen wir sogar richtig diese Dohlen spüren. Aber wenn niemand kommt, dann brauchen wir diese Dohlen nicht spüren. Schön 5, immer wenn es frei ist, immer gleich gucken, dass du wirklich mit 50 hier durchkommst, dass man dann aus diesen blöden Engstellen hier rauskommt. Sicht nach links, also muss wirklich langsam sein. Komm, mach ein bisschen langsamer, schalt runter, guck. Genau, und weiter. Und guck mal, du musst nach rechts. Du darfst dich immer nicht nur auf eins konzentrieren, sondern Autofahren heißt, während alles du dich auf was konzentrierst, musst du alles andere ausreden. Und wieder auf 50. Komm, richtig Gas, vor der Gang 50, ganz normal fahren. Nee, da kannst du nichts dafür. So, also du bist nicht aufpassen, weil du weißt nicht, was die machen. Guck, die drücken einfach durch. Das ist die, das, oh, wenn ich schon selber hier drin sitze, immer. Da, so, hier ist wenigstens schön breit. Wir gehen dann da vorne links weiter. Denk dran, genau, Innenspiegelblinker. Schön nach links einordnen und jetzt schon anfangen zu gucken und langsam warten. Richtig langsam warten. Jetzt kommt ein mehr langsam gucken. Beide Seiten. Rechts ist gut. Der linke blinkt. Also komm und raus. Perfekt. Und wieder schön auf die rechte Seite. Also hier siehst du bei den 20 und hier genau das gleiche. Wenn du durchkommst, durchfahren. Wenn nicht, dann tu einfach so langsam, dass die Autos weg sind. Ja, genau, schon recht. Aber gut. So, wir gehen dann links weiter, nicht schneller werden. Links. Ja. Großer Bogen. Ein bisschen mehr auf der rechten Seite bleiben, also nicht irgendwie so in der Mitte fahren oder so, sondern so ein bisschen rechts bleiben. Du nicht?
bisschen vorsichtig, weil wenn jemand so auch drauf zuläuft, du weißt nicht, wohin die gehen. Und bei Fußgängern haben sich das so angewöhnt oft, dass wenn die, also manche haben sich angewöhnt, einfach über die Straße zu gehen, egal was kommt, geht jetzt. Und andere machen so, die weichen dir dann ein bisschen aus. Also die tun einfach langsam, genau, wenn du vorbeifährst, dann laufen die rüber. Und so hatte ich es nämlich schon in der Prüfung. Und dann hat der Prüfer die durchfahren lassen. Und das war echt eine dumme Situation. Und klar, hätte ich sagen müssen, hätte einfach deswegen, ich würde einfach langsam tun und zur Not einfach auch anhalten. Und wenn die dann nicht rüberläuft, dann hast du nichts falsch gemacht. Dann sieht der Prüfer auch, dass du erstens 30 fahren kannst und zweitens guckst, was, also mitkriegst, was da geht und nicht einfach mit so Scheuklappen da durchfährst. Boah, die Straße ist ja noch schlimmer. So, wir fahren da vorne in die nächste rechts weiter. Mein nächstes Projekt wird sein, ich suche in Tübingen nur noch Straßen, die angenehm zu befahren sind. Okay. So, komm, zack, zweiter Gang ist schon drin. Doppellinie, du fährst schon um die Doppellinie, du guckst schon richtig in die Straße rein, hier, und dann guckst schön nach vorne. Achso, so Anmerkung für die Zuschauer, da ich ja hier immer voll rumhample und gegen überall denke, bin ich natürlich nach den Fahrstunden immer total verschwitzt und fertig abends, muss immer echt so wie ein Sportler. So ähnlich wie der, aber das noch rumrennt. So, gleich vorbei, komm, Spiegel gucken, hier könnt ihr jetzt sogar einmal hätten wir jetzt kurz den Blinker antippen können, dass alle zufrieden sind, wenn wir das in der Prüfung machen. Und weiter, guck weiter, da nach vorne. Der muss ausweichen da vorne, der muss sich einen Platz suchen. Guck, und er drückt durch, wir drücken auch drauf, wir sind genauso. Erste Gang. Heute sind wir mal ein bisschen doof. Jetzt fährst du schön an dem vorbei. Jetzt muss ich ein bisschen rüber. Jetzt gucken wütend an. Und fahr rüber. Das kann nicht. Und schön weiter. Doch, du musst diesen Blick drauf haben, so dieses Arschloch. Das eigne ich mir dann jetzt an, habe ich ja noch das Zeit. Üben auch. Zwei Stunden, Doppelstunde Gesichtsausdrücke üben. So, ja, der geht weg, da brauchen wir nicht. Da kann man, jetzt kannst du so ein bisschen, jetzt kannst du wohlwollend gucken. So, gut. So, und jetzt Achtung. So, wir fahren die nächste. Woher dürfen wir hier überhaupt hin? Geradeaus und nach links. Wir fahren nach links. Jetzt schon gucken, langsam, aber hier wirklich langsam, weil das, du kommst in so einen blöden Winkel und gehst sofort den ersten, das ist auch wichtig. Und guck, was da vor sich geht, gell? Ja, Omi. Die musst du nämlich lassen. Da kannst du aber schon raus. Also, nee, da kommt einer. So, Heiz raus, komm. Komm, auf geht's. Komm. Und dann aber auf die Oma aufpassen. Und komm. Hopp, der jetzt guckt der nämlich wütend. So, und nächste links, gell? Auf geht's! Links ist auf der anderen Seite. Anderes links. Immer die Zeit an der roten Ampel kann man nutzen, um so in sich zu gehen. Die Mitte zu finden. So, los geht's wieder. Wir sind wieder zurück. Boah, deine Kurven sind echt so komisch immer. Guck mal, alles ein bisschen langsam. Du musst ein bisschen schneller werden, gell? 80, komm, auf, richtig, auf 80. Da gab es so ein schönes Fahrschulvideo, wo einer immer vor einem hergefahren ist und hat immer gesagt, 80, 80. Und hat immer so gezeigt, fünfte Gang, komm, auf geht's, 80. Und nicht schneller wie 80. So, und jetzt kommt hier ein großer Trick, wenn du dir das merken kannst. Hier fahren manchmal die Prüfer zurück zum TÜV und da sagen die nichts da vorne. Wenn die nichts sagen, heißt es geradeaus weiterfahren. Das heißt für dich, du fährst taktisch klug ganz links hier an der Linie, okay, und fährst jetzt einfach praktisch hier ganz elegant in den linken Fahrstreifen.
Weil dann musst du nicht wechseln. Ja. Wenn du das vergisst und du bist jetzt auf dem rechten Fahrstreifen dann und der Prüfer sagt geradeaus, dann musst du richtig wechseln mit allem. Mit gucken, mit blinken und überhaupt und so. Und das kannst du so ersparen. Und was machst du jetzt? So, und jetzt wollte ich mal nicht zu schnell und sehr, sehr, sehr vorausschauend fahren. Ach, das ist das mit dem 40, gell? Genau. War das schon immer da, diese Rot-Weiße? Nee. Den geil, das ist neu, oder? Ja. Das ist ja geil, wie auf der Rennstrecke. Das ist eigentlich das Tolle an den Videos, du kannst gucken, wie sich Tübingen verändert. Und wir sind aber, oh, das waren aber 50. Ja, ja, ich hab's gemerkt. So, wir bleiben hier, wir gehen nicht rein in die Kraftfahrstraße, du kannst jetzt wieder richtig schön Stoff geben, komm, wieder auf, kannst du bis 120, wenn du willst. Nicht so früh schalten. Alter, ein bisschen mehr Gas, komm. Komm, wir schlafen immer fast ein beim Fahren. Hey, jetzt aber nochmal, komm, ja, du wolltest nochmal richtig beschleunigen, komm. Und jetzt den fünften Gang. So, und jetzt konzentrierst du dich da vorne auf die Kurve, dass du da eine richtige Geschwindigkeit, richtigen Gang. Jetzt auch nochmal einen Blinker rechts rein, kommt zur Freude aller. Und jetzt richtig gemütlich runterbremsen, aber da vorne muss schon 5, nicht zu schnell. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie hier durchdriften, dann auch schön runterschalten. Komm und schön weit. Das habe ich auch schon besser gemacht. Ne, das war der zweite Gang anstatt im vierten. Irgendwie komm, jetzt machst du den Blinker aus. Jetzt mach gar nichts mehr, jetzt ist schon alles erledigt. Komm, kein Gas mehr geben. Das ist viel zu schnell. Du musst jetzt hier rum, weil du bist jetzt gerade im zweiten Gang. Das ist, so, guck gleich oben, komm. Wenn jemand kommt, geht's gleich rein. Wir fahren die dritte raus. Nochmal gucken, komm. Boah, hey, du darfst nicht einmal gucken. Ich so hab wie geguckt, wenn, ich hatte ja, einen. Einmal und dann bist du Gas. Wenn der Gas gibt, kommt der runter, dann kommst du nicht mehr rein. Du musst, wenn von oben jemand kommt, musst du den praktisch ständig beobachten. Da muss dein Kopf dauernd rübergehen, was der macht, weil viele geben Gas. Und wenn du dann langsamer wirst und der Gas gibt, dann ist der da, wenn du reinfährst. Und dann sagt der Prüfer, nix ist mit einem Führerschein. Okay. So, und guck mal, gleich ein bisschen ausweichen, wenn der rausfährt, genau. Da muss man einfach so eine Vorahnung haben. Das ist klar, wenn der LKW rausfährt, dann braucht der Platz, dann muss ich da ein bisschen weg. Ah, blöd, jetzt fahren wir schon wieder diese blöde Straße. So, wir fahren dann da vorne links weiter. Meter Abstand oder nicht? Du hättest ihn gleich versägen müssen. Das ist, wenn du es immer nicht gleich machst, dann hast du ewig vor dir. Dann haben wir hier in der Mitte ist so ein komisches, hast du es schon gesehen, das ist ein komisches Ding, das ist eine Schaltung. Die solltest du also ab und zu nutzen. Auch jetzt zum Beispiel wäre es ganz cool gewesen, den ersten Gang zu gehen anstatt im zweiten. Aber wieso kann ich da nicht im zweiten anfangen? Ah, das hat das Auto dir gerade, glaube ich, selber gesagt oder vielmehr. Wenn du zu langsam bist, packst du es ja nicht im zweiten, deswegen haben wir ja dann im ersten Gang. Okay. Pass auf, dass du vielleicht zwischen den einfach jetzt ein bisschen langsam tust. Weißt du, jetzt langsam, dann ist der nämlich weg, sich taktisch wunderbar. Und jetzt gehst du einfach raus, zwischen die Autos rein und fahr. Ja, aber rüber, nicht auf den Zug. Und fahr den Gang, komm, und da vorne ist wieder dein Freund, der Radfahrer. Das
lang runter. Du musst ständig ein bisschen hören, wann, was macht das Auto, und immer die Gänge anpassen und nicht zu dicht dran. Okay. Nicht auf die Autos zufahren, deine alte, ich will auf die Autos drauf fahrschwäche. Vielleicht müssen wir es einfach mal machen. Wir suchen uns ein altes Auto und da darfst du einfach mal drauf fahren, dass es dann erledigt ist. Dass dann ist es irgendwie doch nicht so toll, auf Autos drauf zu fahren. Wird sich die Chefin freuen. Ja, wir mussten das machen. Ich muss dir unbedingt mal zeigen, dass das nicht so gut kommt. So, willst du jetzt echt hinter dem herfahren, bis ganz oben? Nee, eigentlich nicht. Aber jetzt schon ordentlich Zacken drauf, ne? Ja, jetzt noch nicht. Also mach den Blinker wieder aus und steck dir wieder. So, jetzt aber, komm. Auf geht's. 1,5 Meter Abstand. Yeah. Und Blinker aus. Weiter geht's. Schön am Gas, guck mal, jetzt wird wieder langsam. Ja, aber da vorne ist doch E30er-Zone. Oh, ah, ja, aber das ist ja noch ein Ge- Oh Gott. Sollen wir mal auf die Uhr gucken, wie lange das noch dauert, bis wir da hinkommen. Weil dann kannst du ja gleich praktisch die ganze Zeit 30 ja, fahren. Ja, immer 30. Oder jetzt am besten gleich 20, weil die 20er-Zone kommt auch noch. Das war, aber jetzt hast du wieder verwechselt, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Komm, langsam. So. Entweder fährst du oder lässt du raus. Ich bin ja ein netter Mensch. Nein, du bist langsam. War das eine 30er-Zone? Zielt jetzt schon rum? Nein, das ist doch gar keine 30er-Zone. Das ist doch erst da vorne, kommt ja. Sie. So, endlich darf ich jetzt wieder 30 fahren. Perfekt. Jetzt wird es schon wieder 20. Ja, es geht schon einfach locker weg. So dicht ist an dem Auto vorbei. Oben fahren wir dann rechts. Nicht gegen Bordstein, nicht gegen Bordstein. Das müssen wir auch nochmal gegen Auto fahren und gegen Bordstein. Mal alles abhaken. Nee, das wäre das beste Heilmittel. Weil das Problem ist immer, ich sage, fahr nicht gegen Bordstein, dann bleibst du natürlich weg. Wenn du dann mal alleine fährst und du fährst mit 50 richtig gegen so einen fetten Bordstein, da verreißt sich das Rad. Da tut es einen Schlag und dann kannst du nämlich Radwechsel üben. Und wenn du Pech hast, ist die Felge kaputt. Dir verstellst die Sturzspur vorne alles, da kannst du in die Werkstatt gehen. Das ist dann richtig teuer. Okay. Das macht jeder mal, das habe ich ja, also die Erfahrung macht jeder mal. Irgendwann wirst du mal richtig gegen Bordstein fahren.
kompliziert ist auch wieder mit dem Rad vor sich. Das bringt ich nämlich bin da immer schnell, gar nichts. Nee, das ist einfach, wenn du musst ja sehen, wir sind jetzt halt kurz 50 gefahren und dann sind wir runter auf 30 und dann sind wir auf 20. Und er wird wahrscheinlich, der ist ja so um die 30 gefahren, der ist jetzt halt die ganze Zeit Tempo gefahren. Das ist nämlich das Witzige, was viele Leute nicht kapieren, dass Schnellfahren in der Stadt nicht viel bringt. Du kommst, bist da einfach nicht auf die schneller. Ich muss noch blinken. Ausgepowert, das heißt, ich schalte jetzt schnell die Kamera aus. Also, tschüss und